Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, jetzt müssen wir nur gucken, dass Zone, unsere Techniker auch wissen, wo sie hinkommen. Gut, bis dahin kommen sie. Alles klar. Dann sollte ich hier lieber ein paar Kotzeimer mehr hinstellen und so. Vielleicht schon mal eine Toilette für alle Fälle. Und Bänke zum Hinsetzen, die werden nämlich gleich ganz anders da rauskommen, als sie reingegangen sind. Denke, kann man so sagen. So, jetzt können wir anfangen uns zu überlegen, wie wir das hier zu dekorieren vermögen. Erstmal will ich da ein Eingangsgebäude haben. Hier brauchen wir ein paar mehr Bäume. Ding heißt ja nicht umsonst Gigaplant. Was habt ihr denn gedacht? So, mittendrin noch ein paar. Jetzt haben wir keinen Kamerabereich gesetzt, oder? Doch hier, der so überhaupt nicht in der Luft steht, ne? Stand-up-Coaster ist jetzt verfügbar, na, dann machen wir was anderes. Zum Beispiel Läden. Mach erstmal Läden durch noch eine Weile. So, Leanderbäuerle. Ich hoffe, du bist kurzfest. 7,50 Euro hat es aussehen, meine Liebe. Eine Attraktion im Eintrittspreis. An der Stelle wäre mir übrigens schon schlecht. Ich habe keinen Gleichgewichtssinn und deshalb. Und jetzt geht es langsam und langsam und langsam und langsam ist das Schlimmste, was man haben kann. Denn jetzt weiß man, es geht nach unten, nach links und nach rechts und nach Wurp. Deswegen habe ich immer so diese kleinen Wurp, Wurp. Hoch und wieder in der Kurve, das ist schon fast halber Looping. Und wieder Wurp und mit Beschleunigung mal links und rechts durchgeschüttelt. Jawohl, ja. Ein bisschen rum und hoch und nochmal runter. Wumm. Und dann sind wir auch mal unten. Wumm. Und dann abgebremst, Gott sei Dank. Sonst hätte es bumm gemacht. Nicht, dass die Bremse notwendig wäre, aber... Keine Fahrgeschäft mit hoher Intensität, ja? Na, wie sieht's jetzt aus? Soll die Zufriedenheit ja ein bisschen sich geändert haben. Also wenn wir gleich das mit der Wartezeit geduldig, ordentlich geärgert, ja. Illusion verringert. Mhm. Gut. Machen wir. Karussell ist defekt. Gibt's Techniker, die kümmern sich drum, keine Sorge. Apropos, was haben wir denn freigeschalten? Jetzt können wir es ja mal gucken. Stand-up-Coaster. Cool. Egal, ich setze nicht 100.000 Achterbahn in die Landbahn. Schafft. So, jetzt hier wollte ich mal deklarieren weiter. Wände. Das geht natürlich auch an der Stelle, oder? Komplett falsch. Das geht auch. Interessant. Ja, das da. Können wir das mal aus Holz haben oder so? Lass es zumindest wie Holz aussehen. Sag mal! Nein, danke. Nee, wir brauchen es da drüben haben. Bam. Und natürlich wieder mit braun. Runter da. Nein! Doch nicht halb hoch. Gott, wie mich das nervt. Runter. Jawohl. Jawohl.
Zack. Geht doch. Schon sieht das aus, als ob sich da einer was gedacht hätte. So, jetzt müssen wir auch noch einen Zaun setzen. Warte mal, Zäune. Zäune, Zäune, Zäune. Ich habe ja extra Zäune gesagt, ne? Ne, wir bleiben auch mal hier bei dem. Den kann ich die Farbe nicht ändern, das ist schlecht. Das geht. Einfach schlicht passt. Und passt perfekt oben drauf. Das aktualisiert ja sogar noch, dass das da haben wir. Ausgezeichnet. Zack, 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 zack. Ja, den Weg versperren wollte ich mir. Und zack, perfekt. Jetzt könnte ich hier noch gleich Zäune setzen. Zack, komm mal her. Ist das nicht schön? Ach ja. Sieht doch in Holz viel besser aus, oder ne? Wir machen mal kurz dicht. Danke. Damit keiner unserer Gäste auf dumme Ideen kommt. Zeit auch noch, für alle Fälle. So. Was rätseln die da? Klingt, als ob gerade einer aufs Klo geht. Ja, eindeutig. Oder die machen andere Sachen, über die wir jetzt nicht reden wollen. So. Zack. So, wie war das? Hör auf die Pfeifen, ich bin kein Hund. Natur. Jetzt. Von mir aus. Zack. Komm her. Zack. Bisschen Schatten, kann nicht schaden. Zack. Auch so ein. Nenne ich mal jetzt keine Kirschbäume. Und weil wir sowas in unserem Park ganz selten haben, auch mal was Birkenähnliches rein. So, geht doch. So, so, so. Ja, ich hab's verstanden. Ist doch erledigt. So. So. Hier müssen wir auch ein bisschen mehr Deko machen, damit die sich glücklich schätzen. Vielleicht einen Zaun um den Zaun drumherum? Wäre das eine Idee? Ich bin mir noch unsicher. Was kann man mit Karussells anfangen? Also hier offensichtlich nicht sehr viel. Aber gerade mal dabei sind, da kann was Einfaches sein. Schwarz wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber okay. Sieht leicht blau schattiert aus, oder? Ich weiß auch nicht. Sehr komisch. Was forschen die eigentlich gerade? Aktuelle Arbeit, Turbine. Na, von mir aus. Wie sieht der Park eigentlich aus? Alles noch sauber? Ja. Irgendwelche größeren Beschädigungen. Sieht nicht so aus. Ja, whoop. Ja, wollte gerade sagen, er speichert schon wieder. Ja, das waren die falschen. Passt doch. Bisschen Abwechslung rein ins Bild. So, wie sieht's hier eigentlich aus? Finanziell werft ihr was ab. Das Geld, Ausgaben, Einnahmen. Da muss nebenan eine Achterbahn aufgemacht haben. Ich gleich mal erhöhen sollen den Eingang, wa?
das für mich noch lohnen wird hier, wer weiß. So. Kleines Gartenhäuschen oder so könnte ich da reinbauen. Ist ja herrlich. Kann ich noch eigene Bilder hinzufügen? Mein Konterfei da drauf. Gruselig Vorschlag, selbst für mich. So. Auch Kübel oder so wäre nicht schlecht. Kübelpflanzen. Busch. Will ich eckige Büsche haben? Man kann es, also tue ich es. Sieht sowas von bescheuert aus. Egal. Busch mit einer Tulpe oben drauf. Ja. So kann ich den Teil, der also mehr auf dem Boden wächst, übrigens. Turbine ist jetzt verfügbar. Danke. Dann. Was zum Geier ist Turbine? Schon mal keinen. Ja, lass mich mal. Turbine. Da ist das aber noch Turbine. Ach du Schande. Ja, ja, das braucht Platz. Geht lang. Ist auf jeden Fall aufregend. Aber ich wollte ja immer noch einen erholsamen Platz haben. So. Das wäre auch interessant, ne? Können wir sogar ein bisschen Wasser reinmachen. Ja, den ganzen Park am besten, genau. Das ist alles über Wasser. Ja, das lassen wir mal lieber. Gedacht. Können wir es vorne auf das Gebäude machen? Ist das groß genug? Das ist zu groß. Eigentlich zu groß. Dann lassen wir es mal lieber. Ja, den Wasserturm da. Oh, warte. Den Wasserturm können wir natürlich hier irgendwo prima dazwischen. Kann ich da überall dazwischen? Ist das vollkommen wurscht? Sieht so aus. Ich werde das Gefühl gelöst, dass hier niemand dazwischen fahren sollte. Nun, wenn das nächste Mal eine Abfahrt los muss. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Nah dran. Danke. Parkkarte können wir immer nehmen. Ganz am Anfang wäre sowas ohne ganz verkehrt. So. Auch nicht schlecht. Sieht noch nicht aus. Können wir mal hinten irgendwo dran kleben an der Matte. Oh. Ich hasse Ohren. Wer will denn bitte ein Ohr? Es regnet schon wieder. Das werden gleich Regenschirme verkauft. Neben dem Geld ist die Uhr.
Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber was soll's. So, von unsere Mitarbeiter brauchen wir jetzt eher nicht sowas. Danke. Es ist natürlich dunkel, ne? Ist klar. Fensterboxen brauche ich jetzt nicht. Was geht immer. Aber bitte rot. Damit wir alle wissen, die Leute, die hier runtergefallen sind, ne? Bam. Heben uns mal für den möglichen Teil auf. Halt. Zack, passt schon. Dann noch einen kleineren daneben, wa? Fällt gar nicht auf. Null Dekoration. Hier gefällt ihm Dekoration, weil viele Pflanzen dazwischen sind. Hier auch. Der zählt einfach nur die Anzahl Elemente, habe ich das Gefühl. Also wie viel Strebung und Zäune und weiß der Geier was. Apropos, das ganze Gras könnten wir hier mal ein bisschen verteilen. Geht das nicht? Nein, das Gras hier. Hier voll. Wieso nimmt er das nicht? Achso, weil da schon wieder irgendwas hängt. Aber an dem Ding hängt doch nichts, oder? Dachte ich mir. Fällt gar nicht auf. Das nicht manuell setzen? Nee. Will er nicht. Gut, darf ich da draußen nicht. Ja, klar. So, was machen wir hier jetzt? Offenes Gelände? Haben wir keine runtergehenden Wände. Strukturen. Ränder? Nee, nee, nee. Wände. Nee, das suche ich nicht. Cool, aber nein. Dann machen wir es mal so. Wir haben noch... Okay, Farbe. Gar nicht weiter auf, würde ich sagen. Oder? Mal gucken. Ne, fällt gar nicht groß auf. Müsste ich hier dann dicht machen, aber das werden wir klären. Ja, nee. Das suche ich nicht. Das ist dann eben Unterwände. Och, das hasse ich. Hoch, runter, links, rechts, welches ist es denn? Ja. Könnten wir aber auch nehmen. Wir müssten nur die Farbe noch kurz anpassen.
Jetzt brauche ich ein paar Glaswände oder sowas. Aber noch ein Rahmen, das geht auch. Wieder aus Holz, was sonst? Und wenn es nur danach aussieht. Wirklich viel, aber was soll's. Das lassen wir mal. Wie viel höher wollen wir das denn haben eigentlich? So Kuppeldach oder so. Haben wir hier was Schönes? Oder wir machen hier grün. Braucht man in der Höhe mit Sicherheit nicht dafür, aber was soll's. Jetzt machen wir hier. Ja, das liegt bestimmt nicht. Nee. Wieso habt ihr immer alles? Das wollte ich auch nicht, aber das sieht auch nicht schlecht aus. Da machen wir jetzt noch ein paar Pflanzen drauf, würde ich sagen. Einfach nur zu sehen, ob wir es können. Oh, die Musik geht mir sowas von auf den Wecker. Kann ich hier die setzen? Geht lang. Ich kann immer noch einen Fußboden. Okay, dann. Nee. Wie sieht das aus? Bescheuert hochzählen. Nehmen wir. Passt perfekt. Das hier passt nicht. Ich drehe mal kurz, damit wir sehen, wie hoch es ist. Können wir das mal sanft drehen? Danke. Dankeschön, passt doch. Jetzt müssen wir es hier noch ein bisschen zuhängen. Merkt kein Mensch. Ich sag's euch, das merkt doch kein Mensch. So. Nee, dafür bräuchte ich erstmal die entsprechenden Wände. Aber nicht schlecht. Könnt ihr die. Viel besser.
kommt hin. Passt so. So, ich kann damit leben. Es regnet schon wieder wie Sand am Meer hier. Hier sollte ich vielleicht ein bisschen Überdachung machen, wa? Damit überhaupt mal irgendwann Pavillons. Ja, nicht ganz so. Dann ein Dach drüber oder so. So. Ist defekt. Wieso? Was regnet? Dach flach. Nee, ich will das ab. Grün passt schon. Was denn, ihr seid überdacht? Was wollt ihr mehr? Und wie das Wetter auf einmal umschwingt, Wahnsinn. So. Können wir mal die Farben von dem Ding hier ändern? Das stört mich. Nee, kann ich nicht, Holz. Okay. Apropos. Naja. Was läuft hier nicht gerade? Läden, Ideen sammeln. Geht lang. So. Wollen wir noch was dran ändern? Später, wenn mir was einfällt. Immerhin fahren sie durch Bäume, was will man mehr? Es ist eine Achterbahn. Sei mal ehrlich. Den ganzen Stuss, wie hier da gebaut wird. Wer fährt denn mit sowas? Kriegt mal Platzangst. Also hier würde ich zum Beispiel schon Bedenken haben. Ah. Ich finde die Bahn gar nicht so schlecht. Auch nicht von oben, weil macht was her. Naja, gut. Okay, Jutabis. Jetzt haben wir eine neue Bahn rein. Wir kommen finanziell immer noch nicht auf den grünen Zweig, oder? Minus 140. Essen, Getränke, bringt schon Kohle rein. Wartungsarbeiten sind zu teuer. Parkeintritt ist zu niedrig. Kreditgeber in Schulden, Forschung. Leutewartung. Gehälter. Ich zahle zu viel Gehälter für zu viele Leute. Egal. Wir könnten also noch ein bisschen mehr hier reinklatschen. Wir haben anpassbare Laden. So, muss das bestätigen, geht klar. So, wie sieht's aus? Hat er sich gemerkt. So, die haben immer noch nicht viel für die Deko gemacht, aber zumindest unsere Delten hier. Hier freuen sich Leute, Pausentraum wird genutzt, geht klar. Jetzt bräuchte ich gern so ein Pausenstadion nach innen geht oder so, wie so ein Tal. Wäre so eine Option. Wo ist, wartet mal, wir haben noch hier irgendwo. Hier geht es natürlich oben, das genaue Gegenteil nach unten, meinte ich, aber egal. Wo man dann drumrum sitzt und draußen rum sind dann die ganzen Bänke und dann guckt man unten den Garten an, da kann man da unten langlaufen. Hat man ein bisschen mehr Ruhe. Wäre so eine Option. Weil es ist mir schon viel zu viel auf einen Haufen dafür, dass es hier als Erholungsressort gilt, ne? So, mal kurz anschauen und überlegen.